Für die Kaiserkrönung konkret wurde ein Aufstand in Rom im Jahr 799 entscheidend. Bei einer Bittprozession am Markustag, dem 25. April, wurde Papst Leo III. Überfallen und vom Pferd gestoßen. Er wurde misshandelt, kam aber ohne bleibende Verletzungen davon. Daraufhin floh der Papst nach Paderborn, wo Karl gerade Hof hielt. Karl ließ dann den Papst im November 799 nach Rom eskortieren und befahl eine genaue Untersuchung. Im November 800 kam Karl schließlich selbst nach Rom und wurde vom Papst persönlich am 12. Meilenstein vor der Stadt empfangen. Unterdessen fragte sich die Untersuchungskommission, ob der Papst überhaupt richtbar sei. Daher leistete Leo III. Am 23. Dezember auf der Kanzel einen Reinigungseid, in dem er seine Unschuld betonte. Daraufhin brach Jubel aus und es wurden Loblieder gesungen. Damit galten die Aufständischen als überführt und wurden verurteilt. Laut Lorscher Annalen hätte diese Kommission auch über die Kaiserkrönung Karls befunden. Es sei beschlossen worden, dass man Karl nun Kaiser nennen müsse, denn erstens, im Ostrom sei mit Irene eigentlich eine Frau an der Macht und zweitens, Rom und die weiteren westlichen Kaiserresidenzen habe Gott in Karls Gewalt gegeben. Zwei Tage später, am 25. Dezember, war Karl zum Weihnachtsgottesdienst im Petersdom erschienen. Für die Zeitgenossen war es übrigens der erste Tag des Jahres 801, denn der Jahresbeginn liegt seit der karolingischen Zeit in weiten Teilen Europas am Weihnachtstag. Karl betete dem Bericht zufolge kniend am Petrusgrab und als er sich erhob, setzte ihm Leo eine Krone auf. Dann hätte das Volk durch göttliche Inspiration dem neuen Augustus Glückwünsche zugerufen. Daraufhin warf sich Papst Leo vor Karl nieder und erwies ihm die Herrscherhuldigung. Karl war damit in römischer Tradition zum Kaiser geworden. Der neue Titel Augustus wurde im Mai 801 erstmals in einer Urkunde verwendet. Nach diesem Ereignis hat Karl Rom und Italien nie mehr betreten. Schließlich konnte Karl auch einen Ausgleich mit Byzanz erringen. Im Vertrag von Aachen 812 anerkannte Byzanz den westlichen Kaiser. Er wurde auch Basileus genannt, allerdings der byzantinische Kaiser Basileus der Römer. Karl hatte diesen Titel immer vermieden.